Willkommen! Eine weitere Folge Monster of the World machen wir jetzt hier. Spielen wir jetzt, beziehungsweise seht ihr jetzt und ich spiele Monster of the World. Wir machen jetzt, ja, zuerst Lunasta und danach machen wir Lunasta und Theostra zusammen. Würde ich mal sagen. Das ist so das, was ich jetzt vorhabe. Blaue Prominenz. So, dann haben wir erstmal nur das Schlimme alleine. Und danach kommt beides. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass die mal so diese Atomexplosion machen. Vielleicht machen sie das ja mal hier. Das ist aber der anderen Quest, die wir da vorher gemacht haben mit den beiden. Es ist ja nicht getriggert. Und da kann das auch passieren. Aber da waren die sehr, sehr cool. sag ich mal, und haben sich zwar für sich interessiert, aber sind dann irgendwie auch an sich wieder weggelaufen voneinander. Und das hat dann dazu geführt, dass wir das dann natürlich nicht sehen konnten. Aber ist halt auch nicht schlimm. Wir machen aber erstmal nur das Single-Ding hier. Und natürlich mit Notleuchtzeichen, weil ich Lunasta ja irgendwie skilltechnisch nicht alleine gut hinbekomme. Also ja, es klappt alles, aber irgendwie bin ich auch sehr doof. Vielleicht aber bin ich ja jetzt maximal clever. Wer weiß. Wie ich zum Beispiel auch das falsche Menü öffne. Wir brechen auf. Mal sehen, ob da überhaupt jemand reinkommt. Jemand Bock hat auf Lunasta. Vielleicht brauche ich ja jemand Teile. Und dann kann er reinkommen und, ne? Nee, bitte nicht! Ah, das ist richtig doof. Weil wir sind ja, oh shit. Warte, ah nee, falsch gelaufen. Fuck, ja, ich muss mal hier irgendwie weg. Ist nicht schlimm, wenn wir Schaden bekommen, weil, wenn wir im Camp sind, dann können wir durch, einmal ins Zeltlager gehen und wieder raus, können wir unser Leben wieder voll auffüllen. Nee, ist nur doof, weil wir sind jetzt, wir haben jetzt zwei Probleme, ne? Also einmal sind wir direkt bei Lunasta gespawnt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungeil. Und das zweite Problem ist, dass, wenn ich wegkomme, ich hoffe, komme ich gar nicht weg. Also das zweite Problem ist halt, dass wir im Kampf sind, nicht im Kampf sind, sondern im Lavagebiet gespawnt sind, wo wir keine Potions genommen haben, nämlich natürlich One Damage. Oh, jetzt können wir reisen. Das war natürlich jetzt sehr ungünstig. Ja, aber das hat man halt manchmal, ne? Dass man dann einfach so runterdroppt und das ist natürlich doof. Und ich würde natürlich gerne das Notleuchtzeichen irgendwie starten, und zwar so, dass ich dann safe da starten kann. So. Einmal quasi heilen, indem man einmal ins Zelt geht und wieder raus. Dann hat man volles Leben. Und dann triggern wir einmal das Notleuchtzeichen. Und jetzt können wir loslegen und sie bekämpfen. Hoffentlich kommt wer rein. What? Okay, das ist wieder so eine Special Quest, ne? Weil hier haben wir nämlich noch den Nergigante rumlaufen. Der läuft ja auch einfach rum, ne? Der hat einfach Bock, der Nergigante. Ey, lass mal, ne? Also, ne, Gigante, ich will hier nichts mit dir zu tun haben. Ja, nee, er hat mich noch nicht geblickt, aber ich hab unten den schon aufgelistet, also ich sehe den Heartbeat, aber er hat mich nicht geblickt. Sonst hätte er halt das Augensymbol, ne?
Ah, nee, ich hab. Oh, ich hab nichts zu fressen dabei. Ja, egal. Come on, nochmal. Oh, hardcore hier mit der. Warte mal. Mal den Mantel jetzt hier. So, Mantel an und jetzt weichen wir automatisch erstmal ein bisschen aus. Natürlich nur Safety Safe, ne? Also wenn wir natürlich jetzt hier kein einziges Mal automatisch ausweichen, dann haben wir trotzdem Safety Safe gehabt. Erstmal so für ein erstes Mal hier. Der Schaden wurde reduziert. Das war auch kein krasser Damage. Das war so ein Autoausweicher gerade. Und das auch wieder. Und das verbraucht natürlich sehr schnell dann aber auch, wenn man diesen Autoausweicher nutzt, ne, hier, sehr schnell von diesem Mantel diese Energie. Man muss dann auch, und das ist auch wichtig, den Mantel manuell wieder ausziehen. Das macht man automatisch, wenn man die Waffe wegsteckt, aber das macht man nicht, wenn man die Waffe an der Hand hat. Das sieht dann nämlich nicht immer automatisch aus. Und das führt dazu, dass der Mantel sich nicht wieder neu auflädt. Und das will man doch. Man will doch, dass der Mantel sich wieder auflädt. Au, Lindnerschaden reduziert, ja. Hier, ja, da haben wir da noch ein bisschen was. Ich locken wir sie mal ein bisschen hier so die Richtung. Vielleicht kommt sie ja mit. Achso, ja toll. Jetzt heilt meine Katze mich oder will zumindest. Und es wurde, glaube ich, gecancelt. Was aber in der Situation ganz gut ist. Aktuell haben wir eigentlich ganz machen wir das ganz gut, würde ich mal so sagen. Also sah ja schon mal schlechter aus für uns, ne? Gut, ich sag mal so, wir haben jetzt auch noch nicht die Explosion von mir gesehen, ne? Okay, und ich habe es natürlich gejinxt, wie mal, ne? Ja, habe ich tatsächlich. Ja, das habe ich. Pack auf, Lunastra, ich hasse dich! Boah, ist die nervig. Mit ihren Triple Hits da, die sie dann macht, einfach nicht aufhören kann. Och man, warum muss sie jetzt zu einer Gigante gehen? Auf einmal, der reagiert auf Dunkkapseln, weil sonst ist das ein bisschen anstrengend. Mitten. Die müssen sich doch eigentlich hassen. Ja, scheinbar macht Nergigant doch gar nichts. Ey, der macht. Der blickt mich nicht. Lunastra, du hast mich eben gerade schon genervt. Wieso hörst du jetzt nicht mal damit auf? Ja, nur ausweichen. Kann nichts machen, ich kann kein Damage. Die Wirkampf, okay. Man wusste doch, dass die sich hassen. Shit, ja, oder wir können dabei sterben, weil die Ultra-Hitze dann erzeugt, ja. Ey, jetzt hasst mich eine Gigante, ne? Ja. Mag dich zwar eine Gigante, aber du bist nicht mein Ziel. Der kommt einfach. Mit. Hau ab. Jetzt habe ich von der Gigante Damage bekommen. Ah, Mann, ey. Hau ab.
Haut er jetzt ab, oder? Er reagiert nicht auf Dunkapseln. Ah! Doch. Nein. Nee, er reagiert nicht auf Dunkapseln. Hm. Okay, Dunkapseln sind hier ein bisschen useless. Alles klar. Gut zu wissen. Dann eben nicht. Wegen, wir können das ausnutzen. Normalerweise kommt ein Revivikampf einmal mit einem Monster und dann war's das. Und dann kommt er nicht normal. Ding ist halt, wenn man halt ewig lange braucht, dann passiert da vielleicht doppelt oder dreifach. Dreifach wurde ja nicht, aber bei den Rise habe ich das schon geschafft, zweimal einen Revivikampf mit demselben Monster auszulösen. Das ist schon möglich. In World habe ich das ehrlich gesagt aber noch nicht geschafft. Und ja, der Gigante kämpft auch gegen Lunastra, so ist es ja nicht, ne? Also wenn man sieht, es war keine Damage-Zahlen, aber der Gigante greift auch Lunastra an und das macht auch Schaden. Es ist halt nur so, dass ärgerlich ist halt nur so, dass halt der Gigante auch mich, oder jetzt mittlerweile auch ein Begleiter, hier ein anderer Spieler, der reingekommen ist, angreifen kann. Und ja, so wie jetzt hier, jetzt hat er richtig Bock drauf, nicht? Aber das ist halt unschön. Ja, aber es verwundert, das ist ja sehr nett. Ich tank dann mal, ne? Er kann dummerweise diesen... Na, hör auf! Oh, ist nicht gegangen, umgekippt. Ja, gut, dann. Und Lunastra auch. Beeindruckt. Ausweichmove. Und nochmal ein Ausweichmove. Ja, das ist. Das ist also das Specialige an dieser Quest. Ne? Ich meine, ein Lunastra reicht ja nicht alleine. Aber das ist ja genau das, was wir Monster Hunter Spiele ja wollen. Eine herausfordernde Quest, quasi. Eine herausfordernde Quest, die halt nicht so Easy Mode ist. Ne? Weil bei Monster Hunter Rise ist es wirklich tatsächlich so. Bei Monster Hunter Rise wird halt, umso weiter man kommt, wird es irgendwie einfacher. Vor allen Dingen, weil man dann nämlich in Endgame mit Sunbreak ein Dango freischaltet, wo man einfach mit dem Rollenwechsel sich einfach heilt. Und das kann man permanent spammen. Und da hast du einfach einen unendlichen, nicht verbrauchbaren Heiltrank, den man einfach easy durch Rollwechsel triggert. Und da denke ich mir nur so... Krass. Also am Ende gibt es dann noch so eine Funktion, die man dann aktivieren kann, wo man dann sagt, ja, das Spiel spielt das... hat so ein Auto-Mode so quasi. Das Spiel wird dann... übernimmt dann quasi die Kontrolle von deinem Charakter und spielt perfekt. Und hier haben wir noch die Herausforderung gehört. Also Leute, die mit Monster Hunter Rise anfangen, das ist halt das Ding, die werden mit Monster Hunter World krasse Probleme haben. Weil Monster Hunter Rise sowas von einfach ist. Aber das werdet ihr, wenn wir das dann machen, auch sehen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie gesagt, ob ich das mit dem Stream wirklich mache oder nicht, und ob wir dann irgendwie sagen, gut, wir streamen, dann können wir das auch ein bisschen länger machen, so eine Session am Stück. Und dann schneide ich das, Idi, ich habe mir das angesehen, wie ich das am besten lösen könnte, wie ich das am besten machen kann, und das geht ganz, ganz gut. Also ich habe die Möglichkeit durchaus am Start. Das Ding ist, dass umso weiter ich mit bei Monster Hunter Rise gekommen bin, umso mehr packt mich dieses Spiel einfach ab. Also, naja, abpacken, also ist das Spiel, nervt dieses Spiel. Es nervt einen, weil es einfach einmal zu einfach ist und zweitens Funktionen hat, wo man so denkt, so warum. Es ist einfach nur noch komplett umständlich. Also, man hat umständliche Funktionen eingebaut, beziehungsweise drin gelassen und das Spiel dementsprechend vereinfacht auch noch. Und dann denke ich mir so, das ist nicht cool. Und das macht keinen Spaß. Also Monster Hunter Rise macht keinen Spaß einfach. Und
Der ändert auch das Endgame wahrscheinlich nicht. Also das Endgame, das Anomalie-Endgame habe ich noch nicht so stark gespielt. Zu der Zeit. Aber der ändert vor allen Dingen. Also, der ändert gar nichts dran. Das ist einfach. Einfach grässlich. Leute, man hört auf zu brüllen, wenn ich mich heilen möchte, und hört auf mich hin, wenn ich kein Leben habe. Was ich sagen will, es gibt ja auch zum Beispiel diese, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, diese Singleplayer-Quests. Und zwar nicht die Singleplayer, ich dich einfach nur Lunasta hin. Ehrlich, hast du alles, das machst du nur extra! Ich meine nicht die Singleplayer-Quests von Ace Rise, also vom Base. Game. Okay, hier süffel ich richtig viele Tränke weg. Sondern ich meine die Singleplayer-Quests, die man mit Sunbreak bekommt. Die Singleplayer-Quests. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich eine Gigante machen müssen. Bin mir da nicht so sicher. Also ich gehe da nicht so drauf. Die sind einfach so super schlecht. Weil Gigante. Also ich mag dich ja echt, ne? Aber manchmal bist du auch nervig. Du pingst du! Wir wollen dich nicht bekämpfen! Wir müssen nicht Gigante bekämpfen, wir müssen Lunastra bekämpfen, du Billo-Typ! Ach, ich laufe auch falsch, ne? Ja, ich laufe falsch, ups. Ich laufe falsch. Das meint er wahrscheinlich mit dem Ping. Da müssen wir hin. Bin falsch gelaufen. Bin doof. Wir jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit eine Gigante bekämpfen. Was für ein Idiot. Wir checken nicht, dass wir die nicht bekämpfen müssen. Sag mal. Nein! Okay, gut, dann machen wir das. Damit der mich nicht hier abfuckt, okay. Ist low, okay, ja gut. Ist halt nicht unser Ziel, ne? Aber wenn er der Gigante unbedingt braucht, dann machen wir das halt. Also dieses Ganze mit hier ist low, ne? Er kommt rein und bekämpft den und ja, wirklich low. LOL. So, ja. Das kriegt man. Also wenn der jetzt zum Beispiel. Also, ich mal hier kurz was mit. Wenn der jetzt zum Beispiel, ja, guck mal, der hat. Ja, guck mal. Der hat hier diesen Fatalis Palico. Den hat er. Wenn man in Iceborne ist und dann natürlich mit Iceborne-Waffen. Im Endgame versucht jetzt ein High-Rank-Monster zu bekämpfen, hier wie. Ne, das ist hier der Fatalis Palico. Dann macht man natürlich so schnell so viel Damage, dass. Ja, logischerweise, dass man dann. Dass man. Ja, auch die Monster killt, klar. Oh, der hat er hier diesen. Ne? Das ist mir schon klar. Gut, er ist tot. Ein bisschen Chaos hier gerade. Ich finde es ganz geil, dass wir den mit drin haben, weil diese. Easy, ja. Ja, haben wir. So. Ja, ist easy für ihn, weil er halt schon Iceborne Endgame ist, ne? Das bin ich ja jetzt noch nicht. Das machen wir dann, wenn wir hier mit ein paar Sachen fertig sind. Let's go after dead Lunastra. Was? Was meint er damit?
so, er meint, ach so, let's go after that, also nach dem Lunastra, so, jetzt machen wir Lunastra, okay, das meint er damit. Okay, ja gut, das hat mich so ein bisschen verwirrt, so, was für Monster der jetzt noch bekämpfen möchte, dann bis wir der Lunastra bekämpfen. Ich glaube, der denkt so ein bisschen, dass ich Anfänger bin, ne, weil, also, ich sag mal so, ich verhalte mich momentan so ein bisschen in dieser Quest wie einer, weil ich aber bei Lunastra komplett fail agiere, aber ich bin kein Anfänger. Aber es wirkt halt so, weil ich meine, ich habe diese easy peasy lemon squeezy Rüstung. Na, deswegen glaubt er das wahrscheinlich. Und kann er ja auch ruhig glauben. Er hat den Mantel an, ich kann ihn auch anziehen. Ich bin auch Profi im Mantel anziehen. Ja, also kann er ruhig glauben. Ist auch nicht so schlimm. War ich das gerade, dass ich Damage gemacht habe? Ich glaube nicht. Also so einen krassen Damage würde ich jetzt nicht bei ihr machen. Da. Okay, geschafft. Lunastra. Finally! Finally. Als ob der sich so... Also denkt so, ey geil, endlich, mega, wir haben es geschafft, Mann, nice, das habe ich ohne dich nie geschafft. Ey, die hat die fast one-hitted gefühlt, also holy shit, finally. Ja, nice Job, ja, ich will immer so sagen, ich habe richtig geilen Job gemacht, ja, weiß ich. Aber er hat so 90%, ich habe so 10. Ja. Halt. Ärgerlich. Aber ist doch egal. Wir machen beim nächsten Mal machen wir dann die Kombi aus Nergigante und Theo. Genau. Wäre cool, wenn wir Nergigante bekämpfen müssen. Nicht Lunastra, aber es ist Lunastra und Theo. Diese Kombi machen wir beim nächsten Mal. Und dann, wenn alles gut klappt, sind wir durch. Das ist nicht schön. Da haben wir alles mal so ein bisschen gesehen. Das ist ein cooler Endscreen, ne? Da liegt so Luna auf dem Boden und ist besiegt. Und das hat sie voll verdient. Guck mal, hier mal ein Screenshot. Ja, die Vita-Wespen-Wiederbelebung hat sich verbessert. Also man bekommt, also bei der Verbesserung, da muss man dazu sagen, es gibt halt nicht wirklich, wenn man das upgradet, dann noch diese Funktion von wegen, man hat dann auch einmal plötzlich zwei Wiederbelebungen im Kampf. Das hat man nicht. Sondern man bekommt dann, glaube ich, mehr Leben zurück. Hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Na? Argos ist zurück, ökologische Forschung. Aber ich glaube, meine Katzen noch nicht, ne? Oder? Wir gucken mal. Ne. Ja, haben wir einen Lunastra-Schwanz. So, achso, ja, wir haben tatsächlich wirklich einen Schwanz bekommen, ne? Habe ich gelootet, obwohl der Schwanz nicht ab war. Was? Ja, das ist doch mal ganz nice. So, da habe ich die Quest fertig. Guck mal. Mal alles wieder hinpacke, so wie es sein soll. Und dann gucke ich mal, ob wir... Immer die falschen Menüs. Noch eine neue Quest dazu bekommen haben, theoretisch. Nö! Das ist die letzte Quest. Und dann sind wir endgültig eventuell durch. Mit, also zumindest das, was ich euch zeigen will, noch am Ende. Also quasi das Endgame quasi, weil wir sind ja jetzt im Endgame von Monster Hunter World, vom Base Game. Dann habt ihr so ein bisschen gesehen, was euch da so erwartet, wenn ihr das dann spielt.
Ne? Nein, gibt es irgendwann auch Monster Hunter World Iceborne, ja. Genau so heißt das. Und dann gehen wir auch noch sowas wie Monster Hunter Rise. Da ist das richtige Menü. Nee, hat sie nichts. Ach so, ich hab ne. Hier. Hab ich abgeschlossen, okay. Ja, diese beiden Fragezeichen übrigens, die wir hier noch haben, das ist, glaube ich, hier Iceborne-Sachen. Ja, genau, gehärtete Monster gibt es auch noch, da frage ich mich, wie, genau, die schaltet man, ich glaube, man schaltet die frei, indem man noch ein bisschen mehr sein Jägerrang hochlevelt. Dann kommen noch gehärtete Monster. Das sind dann nochmal Monster, die nochmal stärker sind. Da muss man aufpassen bei den Monstern, ne? Also, gut, die G-Rank-Monster oder die Master-Rank-Monster, die haben auch durchaus so ein paar One-Hit-Fähigkeiten, aber die gehärteten Monster haben zumindest, wenn man jetzt nur Endgame-World ist, auf fiese One-Hit-Fähigkeiten. Das ist gemein. Aber wenn wir da jetzt leveltechnisch mit unserem Jägerrang nicht hinkommen, dann werden wir die auch nicht sehen und nicht machen. Erstmal zumindest nicht. Kann ja sein, dass wir das vielleicht dann noch im Zuge von Iceborne irgendwie schaffen. Aber an sich ist es so, dass wir die jetzt erstmal nicht darauf nicht hinaus dass wir da jetzt nicht darauf zuarbeiten, die gehärteten Monster auch noch zu bekämpfen. Weil es ist halt nichts anderes, wie halt, also wenn du jetzt sagst, okay, ich bekämpfe jetzt einen gehärteten Anjanat, dann ist es nichts anderes als ein normaler Anjanat, der sieht vielleicht auch ein bisschen farblich anders aus, aber macht an sich. Kann sein, ich glaube, da ein Move mehr oder so, der irgendwie special ist oder zumindest, aber ist stärker, haut stärkere Sachen, stärkere, also mehr Schaden raus, hält mehr aus. Das ist so das, was gehärtete Monster ausmachen. Und an sich ist es nichts anderes, also fast nichts anderes, als würde ich, warum öffne ich das Menü, als würde ich einfach Anjanat normal bekämpfen. Nur, dass es halt schneller geht und einfacher ist und ich andere Materialien bekomme. Ja. Deswegen ist es jetzt auch nicht so, also ihr wisst ja im Endeffekt, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, nächste Folge gibt es dann noch die Kombi zwischen Theostra und Lunastra. Und ja, wenn sich da nichts weiteres freischaltet, dann wird das die letzte Folge sein. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.